Kann es sein, dass ich wegen dem Steuerbescheid 2019 im Jahr 2021 keine Grundrente bekomme? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Die Grundrente ist am 1. Januar 2021 gestartet. Im August 2021, so meine neuesten Informationen, sollen wohl die ersten Bescheide zur Grundrente rausgehen. Das betrifft vor allem Bestandsrentnerinnen und Bestandsrentner, die schon sehr lange Rente beziehen. Einige der Anspruchsteller, vor allem neue Rentner ab 2021, werden, obwohl sie an sich eigentlich Anspruch auf die Grundrente hätten, noch bis zum Jahr 2022 oder 2023 warten müssen, bis sie den Zuschlag wirklich auch ausgezahlt bekommen. Das liegt aber nicht daran, dass die deutsche Rentenversicherung hier nicht rechtzeitig gearbeitet hat oder die Bescheide erlassen hätte oder nicht erlassen hat, sondern es liegt einfach schlicht und ergreifend daran, dass sie dummerweise im Jahr 2019 oder 2020 zu gut verdient haben. Das soll es ja geben. Und zwar wissen wir, dass wenn es einen Zuschlag an die Grundrente gibt, findet eine sogenannte Einkommensanrechnung statt. Das heißt, es wird das zu versteuernde Einkommen an den Grundrentenzuschlag angerechnet. So sagt es die gesetzliche Regelung des § 97a SGB VI. Und jetzt passiert was ganz Paradoxes. Wir wissen auch, dass Grundlage der Einkommensanrechnung als allererstes immer die steuerlichen Daten aus dem vorvergangenen Jahr waren. Das heißt also, wenn ich im Jahr 2021 einen Anspruch auf die Grundrente habe, schaut die Deutsche Rentenversicherung als allererstes auf ihren Steuerbescheid 2019, wenn sie denn eine Steuererklärung gemacht haben. Wenn sie keine gemacht haben, guckt die Deutsche Rentenversicherung auf das vorvergangene Jahr, 2018. Und jetzt kann es ja sein, und das betrifft wirklich einige von Ihnen, die haben vor ihrem Rentenbeginn im Jahr 2021 gut verdient. Mal überdurchschnittlich sogar für ihre Verhältnisse gut verdient. Sagen wir, im Steuerbescheid 2019, den Sie als Arbeitnehmer gemacht haben, stehen 30.000 Euro. Und daraus haben Sie, aus diesen 30.000 Euro für das Jahr 2019, haben Sie dann auch schon Lohnsteuern bezahlt. Und ich hatte es ja vorhin schon eingangs erwähnt, das Paradoxe ist, das Geld, was Sie im Jahr 2019 verdient haben, das haben Sie ja auch im Jahr 2019 verbraucht. Und nun sind Sie im Jahr 2021 Rentner, beziehen wirklich nur eine kleine Rente und hätten eigentlich an sich Anspruch auf die Grundrente. Und so haben Sie gehofft. Und Ihre Hoffnung wird sich in diesem Fall wie eine Seifenblase in der Luft zerplatzen. Wir wissen auch, dass bei der Einkommensanrechnung hier ein automatisiertes Abrufverfahren der steuerlichen Daten vorgenommen wird. Es ist relativ einfach. Die Deutsche Rentenversicherung wird bis zum Stichtag 30.09. eines Jahres immer diese Daten aus dem vorvergangenen Jahr abrufen. Das heißt also für das Jahr 2021 vom Finanzamt den Steuerbescheid oder die Steuererklärungsunterlagen aus dem Jahr 2019. Und da steht dann drinne: Sie haben im Jahr 2019 30.000 Euro zu versteuerndes Einkommen gehabt. Und nun können Sie sich ja vorstellen, was dann mit Ihrem Grundrentenzuschlag, und ich nehme jetzt einfach mal, Sie kriegen sogar den höchsten Zuschlag von über 400 Euro, dann passieren wird im Jahr 2021. Nämlich nichts. Sie werden im Jahr 2021 keinen Anspruch auf die Grundrente haben, weil Ihr zu versteuerndes Einkommen im Jahr 2019 einfach zu hoch war. Und nun müssen Sie sich das mal vorstellen, jetzt ist Ihre Rente so niedrig und das Geld, was Sie im Jahr 2019 verdient haben, das ist ja schon längst weg. Das haben Sie verbraucht. Und jetzt sind Sie auf den Grundrentenzuschlag an sich angewiesen und Sie müssen noch mindestens ein Jahr warten, weil Sie nämlich dann aus der Steuererklärung 2020, da haben Sie wahrscheinlich dann auch eine gemacht, ein niedrigeres Einkommen haben oder vielleicht gar kein Einkommen haben, was zu versteuern ist. Dann werden Sie Ihren Grundrentenzuschlag ausgezahlt bekommen. Und ich möchte es Ihnen auch nochmal klar sagen, Sie werden den ausgefallenen Grundrentenzuschlag oder die Grundrente, die Sie eigentlich für das Jahr 2021 bekommen hätten, nicht im Jahr 2022 oder 2023 nachgezahlt bekommen. Das heißt also im Ergebnis, wenn Sie eine Steuererklärung gemacht haben im Jahr 2019
und dort ist ein hohes zu versteuerndes Einkommen drin. Also mit hoch meine ich mittleres zu versteuerndes Einkommen, 30.000, 25.000 Euro. Dann werden Sie, wenn Sie einen Anspruch auf die Grundrente haben, ab dem Jahr 2021 aller Voraussicht nach keinen Grundrentenzuschlag im Jahr 2021 ausbezahlt bekommen, weil es aufgrund der Einkommensanrechnung eine Anrechnung des zu versteuernden Einkommens aus dem Jahr 2019 auf Ihren Grundrentenzuschlag im Jahr 2021 gibt. Ein Paradoxum, ein Ergebnis, was aber, so habe ich nachgelesen, der Gesetzgeber im Gesetzgebungsverfahren erkannt hat und keine Änderung herbeiführen wollte. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.